Wertheim Village vor den Toren Frankfurts zählt seine Eröffnung 2003 zu den Geheimtipps für exklusive Marken zu stark reduzierten Preisen. Auf eine Verkaufsfläche von ca. 13.500 Quadratmeter bietet das City Outlet in über 110 Luxusboutiquen gefragte nationale und internationale Labels. Eingebettet in idyllischer Landschaft verspricht das Factory Outlet seinen Besuchern ein exquisites Shopping-Erlebnis ohne Stress und Hektik. Stilvolle Einkaufsstraßen mit urbaner Atmosphäre, ein einzigartiger Kundenservice und bis zu 60% reduzierte Preise machen das Village das erfolgreiche Chic Outlet Shopping Outlets des Value Relais Group zu einem Magneten für einen anspruchsvollen Kundenkreis. Mit seinen hübschen Fachwerkhäusern, Erkern, Türmchen und angedeuteten Laubengängen erinnert das Chic Outlet an eine verträumte fränkische Kleinstadt. Den gemütlichen Einkaufsstraßen verleihen kleine Boutiquen und Läden einen noblen und dennoch einladenden Charakter. Nostalgische Laternen, Kübelpflanzen sowie Sitzkoppen aus edlem Teakholz sorgen für einen Einkaufswummel in entspannter Urlaubsatmosphäre. In den Boutiquen erwartet den Besuchern neben einem gepflegten Ambiente ein zuvorkommendes mehrsprachiges Verkaufspersonal. Das einmalige Shopping-Erlebnis in Chic Outlet enthält sein ganzjähriges Event wie Late-Night-Shopping oder spektakuläre Shop-Eröffnungen einen zusätzlichen Reiz. Auch die Nähe zur historischen Altstadt Wertheims und zum romantischen Taubertal machen die Outlet City zu einem Hotspot für Schnäppchenjäger. Ob mit Auto, Bus, Bahn oder Flugzeug, Wertheim Village ist leicht zu erreichen. Besucher aus Frankfurt oder Würzburg bringt der Shopping Express direkt ins fränkische Einkaufsparadies. Ob Burger oder Salat im Restaurant Prim, italienische Pastagerichte im La Pizza oder Kaffee und Snack in der San Francisco Coffee Company. Hungrige Besucher erwartet im Wertheim Village eine vielseitige Gastronomie. Im Lindcafé und im Eiscafé Amorino kommen Naschkatzen auf ihre Kosten. Die Franziskanerkirche Heilige Blut ist eine katholische Kirchengebäude in Würzburg des Franziskaner Minoritenklosters Würzburg. Die Ordensniederlassung in Würzburg ist die älteste in Deutschland. Die Franziskaner kamen im Jahre 1221 nach Würzburg, noch zu Lebzeiten des Ordensgründers Franz von Assisi. Die Niederlassung, anfangs außerhalb der Stadtmauern, wurde im Jahr 1249 in die Stadt verlegt. Im selben Jahr wurde mit dem Bau der Kirche begonnen. Um das 1280 war sie als dreischiffige Basilika mit gerade geschlossenen östlichen Chor fertiggestellt. Der Chor besaß ein Kreuzrippengewölbe, wohingegen das Langhaus flachgedeckt war. Unter Fürstbischof Elius Echter von Messelsbrunn wurde im Jahr 1614 die Flachdecken in den drei Kirchenschiffen entfernt und diese eingewölbt. Am Ende des 17. Jahrhunderts erhielt die Kirche eine barocke Ausstattung, die im Jahr
1882 wieder entfernt wurde. Beim Bombenangriff auf Würzburg am 16. März 1945 wurde die Kirche von einer Sprengbombe getroffen und zum großen Teil zerstört. Nach der Überdachung des unbeschädigt gebliebenen Chorgewölbes im Jahre 1946 begann 1947 der Wiederaufbau. Das Priesterseminar Würzburg ist die diözesane Ausbildungsstätte des Bistums Würzburg, das Männer begleitend zu ihrem Theologiestudium zu Priestern ausbildet. Sankt Michael ist eine römisch-katholische Kirche in Würzburg sowie Pfarrkirche und Pfarrei des bischöflichen Priesterseminars. An der Stelle von Sankt Michael befand sich Anfang des 13. Jahrhunderts eine kleine Kapelle. Sie war den heiligen Agnes geweiht und wurde von Franziskanerkloster genutzt. Die Würzburger Residenz ist ein barocker Schlossbau am Rande der Innenstadt von Würzburg, der 1720 begonnen wurde und bis 1744 vollendet war. Die Innenausstattung, der in der Schönbornzeit unter der Regie von Balthasar Neumann entstandene Residenz, wurde im Jahr 1781 fertiggestellt. Sie diente bis zur Auflösung der geistlichen Territorien durch die Säkularisation als Sitz der Würzburger Fürstbischöfe. Heute wird sie überwiegend als Museum genutzt. Das Schloss zählt zu den Hauptwerken des süddeutschen Barock und ist im europäischen Kontext als einer der bedeutendsten Residenzbauten des Spätbarocks anzusehen. Es steht somit in einer Reihe mit Schönbrunn in Wien und Schloss Versailles bei Paris. Die UNESCO hat das Bauwerk einschließlich des Residentenplatzes und der Nebengebäude 1981 den Rang eines Weltkulturerbes erhoben. Immer am Volkstrauertag wird am Kriegerdenkmal den gefallenen Soldaten der Kriege gedacht. Hierbei legen Vertreter der Regierung, der Stadt und verschiedene Vereine bei einer Gedenkveranstaltung Kränze vor der Skulpturengruppe nieder. Die Kränze werden zuvor von den Eingangspylonen bis zum Denkmal getragen. Der Oberbürgermeister der Stadt Würzburg spricht ein Grußwort. Flankiert wird das Denkmal an diesem Tag von 4 Soldaten der Bundeswehr mit Fackeln, von Gestecken und von 2 Feuerschalen. Das Kriegerdenkmal wurde zwischen 1925 und 1931 von dem Bildhauer Fred Häufer und dem Architekten und Regierungsbaumeister Franz Kleinstäuber aus Muschelkalk geschaffen. Der Dom St. Kilian ist eine römisch-katholische Kirche in Würzburg, die seit 1967 dem heiligen Kilian geweiht ist. Der Dom ist die Bischofskirche des Bistums Würzburg. Mit seiner Doppelturmfassade und einer Gesamtlänge von 105 Metern ist er das viertgrößte romanische Kirchengebäude Deutschlands und ein Hauptwerk deutscher Baukunst zur Zeit der salischen Kaiser.
Das Würzburger Rathaus ist ein Baukomplex in der Altstadt von Würzburg. Es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und Anfang der 1950er Jahre rekonstruiert und wieder errichtet. Die Gebäude werden von der Stadtverwaltung genutzt. Das Rathaus kann vom Grafeneckart bis zur Rückermainstraße durchquert werden. Der neue Ratssaal im ersten Obergeschoss des Südflügels zeigt an den Saalwänden in Fresken von Wolfgang Lenz Szenen aus der Geschichte Würzburgs. Die alte Mainbrücke ist die älteste Brücke über dem Main in Würzburg und ein Wahrzeichen der Stadt. Das im 15. Jahrhundert begonnene Bauwerk war bis 1886 Würzburgs einziger Flussübergang. Die Brücke, Teil der Ost-West-Passage, verbindet bei Mainkilometer 252 die Altstadt am rechten Mainufer mit der gegenüberliegenden Festung Marienberg. Sie wird vom Fußgänger und Radverkehr genutzt. Mit ihren stadtbildprägenden Steinfiguren setzte die alte Mainbrücke im 18. Jahrhundert wie die Prager Karlsbrücke eine in Rom mit der Engelsbrücke begonnene Tradition fort. Die erste romanische Steinbrücke an dieser Stelle wurde schon um 1120 unter den Dom- und Stadtbaumeister Enzelin errichtet. Zuvor gab es dort eine Fähre. Bei der Gründung der Fundamente wurde der Vita nach, die dorthin von den drei Missionaren St. Gilian, Kolonat und Totnahen gestürzten Statuen des heidnischen Freierheiligtums heute innerhalb der Festung wiedergefunden. Die damalige Brücke wurde bei den Hochwassern 1342 und 1442 teilweise zerstört, aber auch im Laufe der Jahre durch die sogenannten Holländerstämme, Holzstämme, die schwimmend im Fluss transportiert wurden, in Mitleidenschaft gezogen. Daher wurde das Bauwerk nach fast 350 Jahren Standzeit durch einen Neubau die heutige Brücke ersetzt. Die Schönburgkapelle, die Schönburgsche Begräbniskapelle, befindet sich im Nordquerhaus des Kilian-Doms zwischen Kiliansplatz und der Hofstraße. Die Festung Marienberg ist eine ehemalige Befestigung und ein ehemaliges fürstbischöfliches Schloss auf dem auch Frauenberg genannten Marienberg. 100 Meter oberhalb des Mains in Würzburg. Sie trägt auch den Namen Festung unserer Frauenberg. Eine ältere Bezeichnung, der bis ins 18. Jahrhundert als Sitz der ehemaligen Regierung des Hofstifts Würzburg dienende Anlage war Schloss Marienberg. Die Festung wurde auf eine Bergzunge auf der linken Seite des Mains etwa 100 Meter über den Fluss errichtet. Die Westseite ist die einzige flache Seite des Berges. Auf der Nordseite befinden sich Gärten und Kleingärten, die im Zuge der Landesgartenschau 1990 angelegt wurden. Die beiden anderen Berghänge sind Weinberge. Der kleine Hang an der östlichen Flanke der Burg ist der Schlossberg, an der südlichen Flanke die innere Leiste. Die Festung wurde im Laufe der Geschichte mehrfach umgebaut. Die ältesten noch erhaltenen Teile sind aus dem frühen 11. Jahrhundert, zum Beispiel die kleine Marienkirche. Um 1200 wurde bereits eine Burganlage mit Bergfried und Tiefenbrunnen erbaut, das Palais des Konrad von Querfurt. Von 1253 bis 1719 war die Festung Marienberg die Residenz der Würzburger
Fürstbischöfe. Im Jahr 1525, während des Bauernkrieges, wurde die Festung Marienberg erfolglos berannt. Für die Anhänger des Bischofs Konrad II. Von Thüringen blieb die Festung Rückzugspunkt im sonst verwüsteten Bistum Würzburg, bis schließlich Truppen des Schwäbischen Bundes und ein Heer des aus der Exil zurückkehrenden Bischofs die militärisch schlecht organisierten Bauern besiegten. Die aufständischen Bauern erlitten eine schwere Niederlage vor den Toren der Stadt Würzburg. Festungskommandant während der Belagerung durch die Bauern war Dompropst Markgraf Friedrich von Brandenburg. Er befehligte 18 Rotten, die planmäßig auf verschiedene Abschnitte der Festung verteilt waren. Zu sich behielt er eine Heidengreifreserve bei sich. Die Truppe waren rechtzeitig von Roten Hahn aus den Burgbesetzungen von Wernig, Rothenfels, Homburg und Karlsburg zusammengezogen worden. Insgesamt befanden sich 400 Personen auf der Festung. Davon waren etwa über 240 waffenfähig. Ein kleines Denkmal bei der Tellsteige am Hang der Festung Marienberg erinnert an die Haufen der Bauern und ihre Anliegen. Tillmann Riemenschneider soll sich als Mitglied des Stadtrates auf der Seite der Bauern gestellt haben und wurde deshalb auf der Festung Marienberg nach dem Zusammenbruch des Aufstandes für 6 Wochen inhaftiert. Das historische Gasthaushof zum Stachel in der Kressengasse war damals ein Treffpunkt der aufbegehrenden Bürger und Bauern und für die Eingeweihten am Morgenstern als Wirtshausschild zu erkennen. Während des Deutschen Bauernkrieges kam es 1525 im Hofstift Würzburg zu flächendeckenden Aufständen des gemeinen Mannes, an welchen sich auch einige Vertreter des niederen Adels beteiligten, beispielsweise Graf Georg von Wertheim. Der damals amtierende Fürstbischof von Würzburg, Konrad II. Von Thüngen, hatte sich bereits am 6. Mai 1525 fluchtartig abgesetzt, als die aufständischen Bauern sich der Stadt näherten. Die Bauern hatten schon seine Stammburg in Thüngen geplündert. Die Stadt Würzburg schloss sich am 8. bzw. 9. Mai 1525 dem Aufstand an. Auf Seiten der Würzburger beteiligten sich vor allem die Hecker, das sind Arbeiter im Weinanbau, und die von Würzburgern Bürgern aufgestellten Sicherheitswacht, die zwar anfangs viel Unfug verhinderten, dann aber selbst kräftig beim Plündern mitmachten. Obwohl gedenken, dass der Bauernaufruhr die meistenteils uns stehen konnten. Allein im Würzburgischen wurden 63 Burgen geschleift. Darüber hinaus wurden 31 Klöster im Hochstift Würzburg geplündert und daran bzw. die Klöster Ober- und Unterzell sowie Himmelspfort. Heutige Schätzungen gehen von ca. 15.000 Belagerten aus. Der zeitgenössische Würzburger Stadtschreiber Martin Kronhall schätzt die Zahl der Angreifer auf 38.000. Zu den angreifenden Kommandeuren gehörten Florian Geier und Götz von Berlichingen. Sebastian von Rottenhahn hatte als Befehlshaber auf dem Marienberg 240 bis 250 wehrfähige Männer zur Verteidigung. Dieser letzte Burg im Hochstift unter sein Kommando, die er 18 Rotten aufteilte, jeder dieser Rotten musste 4 Mann als taktische Reserve stellen. Insgesamt wurden Mauern auf 12 Kilometer Länge um die Burg angelegt.